packen an, wo die Not am größten ist. Sie helfen ehrenamtlich, wo andere wegsehen. Der Teltow-Kanal stellt sie vor, ihre Lokalheldinnen und Lokalhelden. Hallo, Leutchen. Eine Feuershow, Besuch vom Weihnachtsmann, leckeren Punsch oder Kakao, Waffeln und Popcorn, dazu Geschenke für jedes Kind. Die Ludwigsfelder Weihnachtsengel haben in diesem Jahr wieder zu Spenden aufgerufen. Mitte Dezember gab es dann in und um das Clubhaus eine Weihnachtsfeier, die die Kinderaugen zum Leuchten brachte. Die Aktion richtet sich in jedem Jahr an Kinder, die sozial benachteiligt oder besonders schutzbedürftig sind. Das sind so Kinder aus Hartz-IV-Familien, aber auch Kinder aus den Flüchtlingsheimen und aus den Übergangswohnheimen. In diesem Jahr auch natürlich aus der Ukraine. Genau, das ist so in diesem Jahr auch ein bisschen gewachsen dadurch. Und das ist so das Konzept. Und normalerweise ist es eigentlich eine Päckchen-Ausgabe hier im Clubhaus mit Feier, Weihnachtsmann etc. Aber in diesem Jahr eben etwas größer, weil wir 2 Jahre lang nichts machen durften. Deswegen als Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Die Weihnachtsengel sind in Ludwigsfelde inzwischen eine feste Größe. Abgesehen von 2 Jahren Corona-Pause stellen die Engel bereits seit 2006 zu Weihnachten eine Spendenaktion auf die Beine. Die Ludwigsfelder Bürger sind dankbar. Sehr schön. Wir gehen jede Jahre zu mir. Danke schon für alles. Es ist mal wieder toll, dass es stattfindet. Also das ist ja die letzten 2 Jahre katastrophal gewesen. Das sehe ich schon. Oh, auch dem Kind alle sind glücklicher auch. Das ist immer auch toll für die Kinder, die freuen sich dann auch immer. Auch wenn die Auswahl ziemlich groß ist, aber die Kinder freuen sich halt dann. Was als kleine, private Initiative begann, ist in den Jahren zu einer Ludwigsfelder Institution herangewachsen. Neben privaten Personen und Haushalten beteiligen sich inzwischen immer mehr Unternehmen aus der Region an der Spendenaktion. Bitte schön. Dann nach ein paar Jahren sind wir ja auch als Verein richtig. Und dadurch haben wir auch, sind wir mehr Publik, haben eine Internetseite, alles. Und dadurch sind die Betriebe auf uns aufmerksam geworden. Und dadurch kommen auch viele mehr Spenden. Viel mehr Spenden. Und das reicht eben wirklich für viele. Damit die Spendenaktion gelingen kann, sind viele helfende Hände nötig. Neben den 6 Vereinsmitgliedern unterstützt ein Netzwerk von mehr als 30 Helferinnen und Helfern die Ludwigsfelder Weihnachtsengel. Auch das Amateurtheater Ludwigsfelde ist dabei. Ich bin hier nur stellvertretend hier für die ganzen fleißigen Weihnachtsengel, die das alles vorbereitet haben. Ja, seit fast 10 Jahren mache ich das hier. Und ja, immer wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Die Stadt Ludwigsfelde wächst in diesen Tagen ein Stück zusammen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass niemand außen vor bleibt und jedes Kind zu Weihnachten ein Geschenk unter dem Tannenbaum hat. Guck mal, dann nehmen wir ein kleines Buch nach, damit du was zum Kreatives, ne? Wichtig ist ja, dass diese Veranstaltung oder diese Aktivitäten der Weihnachtsengel ja wirklich die bedürftigen Kinder treffen. So soll es ja auch sein, um ihnen vielleicht das einzige Geschenk zu geben, was sie bekommen. Und von daher finde ich es toll, dass wir die Weihnachtsengel in der Stadt haben. Sie geben uns wirklich ein gutes weihnachtliches Gefühl und auch die Gewissheit, dass hier die Menschen, die Hilfe brauchen, Hilfe bekommen. Etwa 200 Kinder konnten sich in diesem Jahr über ein Geschenk der Weihnachtsengel freuen. Doch der Krieg in der Ukraine hat auch die Situation in der Stadt Ludwigsfelde verändert. Viele der beschenkten Kinder kommen aus den umkämpften Gebieten. Eine Familie nur 15 Geschenke, nicht so viel. Das gefällt mir gut und sehr schön auch. Und danke schon für alles. Duschge, Leselernbücher und Badesalz und Schokolade. Oh, Schokolade. Die Päckchen an sich werden von den Ludwigsfelder Bürgerinnen und Bürgern gepackt. Und dann gibt es so ein Päckchenaufkleber da drauf, da wird dann angekreuzt. Das ist ein Päckchen für ein Mädchen oder für einen Jungen, das Alter und idealerweise auch, was so drin ist. Und dann sortieren wir zu und gucken, okay, wie viele Päckchen brauchen wir für welche Altersgruppe. Und dann ja, wird sich jedes Kind bei der Feier das Päckchen selbst aussuchen. Was in den Päckchen enthalten ist, ist in vielen Fällen eine Überraschung. Neben Spielsachen können Kleidung oder Süßigkeiten, aber auch Kosmetika dabei sein. Möglich wird die Aktion durch die Ludwigsfelder Weihnachtsengel und ihre ehrenamtlichen Helfer, aber vor allem
durch die vielen Spender, die in Ludwigsfelde und Umgebung leben. Sie alle sind wohl Engel, für die das Verschenken von ein wenig Weihnachtsfreude mittlerweile zur ganz persönlichen Tradition gehört.